erstmal schönen guten Abend. Okay. Mein Name ist Daniel Kuller. Ich spreche heute zum Thema Rausch. Hauptsächlich über lauter eher vernachlässigte, weniger repräsentierte Sachen zu dem Thema, die aber eigentlich, glaube ich, sehr wichtig sind, die man eigentlich wissen sollte. Der Vortrag wird eine reichliche Stunde dauern, also ist schon konzentriert zuhören. Ich habe hier aber auch eine Präsentation, um das ein bisschen zu erleichtern. Würde bitten, Fragen wirklich aufzuheben, dann für hinterher, also damit das jetzt nicht so unterbrochen wird zwischendurch, zur Not einfach mal eine kurze Notiz machen oder so, aber dann wirklich Diskussionen, Fragen erst im Nachhinein. Das zerfällt so ganz grob in vier Teile, der Vortrag. Erstmal werde ich so ein bisschen über so gesellschaftliche Grundlagen reden. Erstmal die Frage nach der Gesellschaft, in der sich das eigentlich alles abspielt, in der wir leben. Und dann werde ich nacheinander die beiden großen Verbotswellen durchgehen, die global in den letzten 100 Jahren durchgezogen wurden. Zum Schluss soll es dann um die heutige Situation ganz kurz gehen und so ein bisschen Perspektiven, also was sich damit anstellen lässt oder was man dafür Schlüsse daraus ziehen kann. Wir werden im Laufe dieses Vortrags ziemlich genau diese Grafik nach und nach mal durchwandern. Das Ganze sozusagen, das Spiel wäre sozusagen die heutige Rauschwelt in der heutigen Gesellschaft. Und jetzt wird man sich noch wundern, das ist ein Fußballfeld, da sind aber drei Mannschaften drauf. Das erklärt sich dann zum Schluss, also weil die sind gar nicht in dieser Konstellation bis zum Schluss dann noch gegeneinander. Als erstes würde ich mal kurz was zu dem Spielfeld selber sagen wollen, zu der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben, in der die allermeisten Menschen auf der Welt leben, die zum Teil auch immer noch weiter durchgesetzt wird. Das heißt, es gibt ja nach wie vor auch noch Aufstandsbewegungen in der Welt, wo man in manchen Ländern diese Ordnung noch vollständiger als durchsetzen möchte. Bürgerlich-kapitalistisch, also entspricht so ganz grob ein bisschen dem, also der erste Bestandteil wäre eher so die politische, staatliche Rahmensituation, das bürgerlich und das kapitalistisch bezieht sich dann eben eher auf die Wirtschaftsweise, also in der Schule heißt das, glaube ich, dann eher Demokratie und Marktwirtschaft. Bürgerlich, weil es historisch als die Klassenherrschaft des Bürgertums entstanden ist, das heißt, das Bürgertum hat während seines Aufstiegs in den bürgerlichen Revolutionen dann einerseits seine Freiheitsvorstellung und andererseits aber auch seine Rechtsauffassung gesamtgesellschaftlich durchzusetzen versucht und das dann irgendwann auch hinbekommen. Der Kern dieser Rechtsauffassung ist eben der Schutz des Privateigentums an den Produktionsmitteln und das wiederum liefert dann auch den Rahmen für diesen zweiten Wortbestandteil, für die Wirtschaftsweise, also die kapitalistische Produktionsweise in dieser Gesellschaft, die grundsätzlich einfach heißt, es werden Waren produziert und in Umlauf gebracht und gekauft. Und die gesellschaftliche Vermittlung funktioniert dementsprechend auch größtenteils oder hauptsächlich über den Tauschwert dieser Waren, also das, was die auf dem Markt erzielen, das, was da rauskommt, was man damit gewinnen kann. Und das Ziel der Veranstaltung ist die Akkumulation von mehr Kapital, also das heißt die Steigerung der Gewinne. In dieser Gesellschaft sind dann bestimmte Bewusstseinsformen ausgeprägt worden. Man kann die auch tatsächlich als Denkfehler dann beschreiben. Das heißt, durch diesen ständigen Umgang mit Waren und eben auch die Fokussierung auf deren Tauschwert auf dem Markt als eigentlich einzigen universellen Maßstab in der Gesellschaft gibt es genau, also hauptsächlich zwei Formen, wie dann sozusagen sich das im Denken, im allgemeinen Denken breit macht. Das hat Marx als den Fetischcharakter der Ware beschrieben. Das heißt, das Zustandekommen dieser Waren wird immer weiter ausgeblendet und sie werden also so, wie sie sind, wahrgenommen, wird so mit ihnen umgegangen, als wären die Waren selber diese sozialen Beziehungen, die dahinter stehen. In der Praxis heißt das, dass diese sozialen Bedingungen am häufigsten verdinglicht werden oder personalisiert werden. Das heißt, entweder stellt man sie sich als den Gegenstand vor oder als eine Person. Beim Thema Rausch heißt das ganz konkret, dass der Rausch einerseits über diese Sache, über diese wahre Droge wahrgenommen wird und dieser gesellschaftliche Zusammenhang drumherum über die Person des Dealers, also die Konsumenten tauchen da meistens nicht so viel drin auf, die Dämonenfigur, die, an der also auch gesellschaftlich, moralisch sehr viel festgemacht wird, ist dann der Dealer als Person. Wie passiert das? Wie wird der Rausch zur Ware? Also erstmal wichtig festzuhalten, Rausch ist was
als Zustandsmöglichkeit für das Nervensystem, für das Bewusstsein erstmal möglich ist. Das ist ein Zustand, in dem das eintreten kann, der erstmal verschiedene Formen der Wahrnehmungsbewusstseinsveränderung einschließt. Bewusstseinsverengungen, Verschiebungen, aber auch Erweiterungen sind damit eingeschlossen, auch ganz viele andere diffuse Zustände. Grundsätzlich ist dafür erstmal gar keine Handlung irgendeiner Art notwendig. Also ganz viele Rauschzustände treten mehr oder weniger von allein ein oder das Nervensystem kann sie allein herbeiführen. Das vermutlich verbreitetste Beispiel, das sicher alle kennen, ist der Traum. Das ist neurologisch betrachtet ein sehr starker psychedelischer Rausch, der ja dann auch in dem Moment als wirklich erlebt wird, als etwas, das irgendwie real ist, sich aber eben auch auf merkwürdige Weise von der Normalwelt eben unterscheidet. Das ist also vermutlich die verbreitetste psychedelische Rauscherfahrung. Aber es gibt auch die banalere Sachen, wie eben das rauschhafte Aufgehen in bestimmten Tätigkeiten und so weiter. Also prinzipiell Rausch als etwas, was eher allgemein ist, eher universell ist, was in gewisser Weise zum Leben dazugehört, was Menschen in die Lage versetzt, sich auf Sachen zu konzentrieren oder auch mal zwischendrin eine Weile eine Auszeit zu nehmen und so weiter. Wenn man das tatsächlich herbeiführen will, gibt es dann zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, ohne Substanzen und mit Substanzen. Ohne Substanzen kann ich vielleicht ein Buch empfehlen, das in Amerika erhältlich ist, das heißt Stone Free, How to Get High Without Drugs. Da werden eine ganze Reihe von Möglichkeiten aufgelistet, die man eben ohne Rauschmittel, ohne Substanzen sozusagen draufkommen kann, sich berauschen kann. Sowas wie Schlafentzug und solche Sachen. Oder eben, was ich jetzt hier als Beispiel habe, bestimmte Atemübungen, die also völlig ausreichen, um sich halt zu berauschen. Da findet erstmal noch keine Warnproduktion irgendeiner Art statt. Und auch in dem unteren Beispiel, ganz links, ist das genauso nicht. Wenn ich mir jetzt einfach ein paar Hanfpflanzen auf den Balkon ziehe und die selber wegrauche, ist das auch noch keine Warnproduktion, auch wenn das in der die Leute aus der WG alle noch mitrauchen können. Da wird sozusagen, wenn man so will, der Rauchswert direkt verzehrt. Das war's. Zur Ware wird das alles erst in dem Moment, wo auf der oberflächlichen Ebene Geld ins Spiel kommt, grundsätzlich betrachtet, wo diese Sachen für den Markt, für den Verkauf auch gemacht werden. Das heißt, wenn ich jetzt diese Atemübungstechnik Leuten erkläre für Geld, biete ich denen dann eine Dienstleistung an, also diese wahre Dienstleistung. Oder eben auch mit diesem Stone-Free-Buch ist das dann eben auch in diese Warenform gebracht worden. Oder bei dem Beispiel mit den Anpflanzen, wenn man dann eben größere Mengen davon anbaut, vielleicht sich einfach so einen großen Schrank dafür kauft, den auskleidet, Lampen rein und so weiter und dann einfach genug hat, um das zu verkaufen, dann findet halt in dem Sinn Warenproduktion statt, weil auch der Gedanke ist, das später an die Leute zu bringen und damit vielleicht seinen Lebensunterhalt zu beschreiben oder Teile davon, was auch immer. Wichtig ist, dass sozusagen diese Form, diese dann praktisch auf der rechten Seite auftaucht, eigentlich erst die ist, die in der heutigen Diskussion meistens dann mitzuverfolgen ist. Das heißt, die Droge, diese Ware, das ist eigentlich das, worum es bei Drogenpolitik, auch wenn man das so hört, auch meistens geht. Was darf da hergestellt werden? Wer darf das herstellen? Wie funktioniert das alles mit diesem Distributionskreislauf? Wer verdient da dran? Ist das irgendwie in Ordnung? Kann man da vielleicht Steuern draus beziehen und so weiter? Es gibt grundsätzlich zwei Einwände dagegen zu sagen, das wird in der Gesellschaft nur auf dieser Ebene von Warenproduktion verhandelt. Da gibt es auch noch andere Themen, die in der Diskussion aufpoppen. Das sind meistens zwei Einwände. Das eine wäre halt, dass ja auch die Pflanzen selber verboten sind. Also dass das gar nicht nur ab dem Punkt verboten ist, wo ich es dann wirklich verkaufe. Also die Cannabispflanzen in dem Sinn sind ja selber illegal. Also die darf es ja eigentlich gar nicht geben. Die sind selber, wenn man so will, eigentlich kriminell. Aber hier fällt auch schon auf, dass man der Pflanze ja nicht ansieht, was damit zum Schluss passieren soll. Das heißt, die kann ja irgendwann noch verkauft werden. Und man hat durch das Verbot dieser Pflanze eben die Handhabe auch, keine Ahnung, jetzt beispielsweise Plantagen, wo man den Besitzer jetzt nicht unbedingt ausfindig machen kann, dann eben trotzdem abzuräumen. Hier wird also trotzdem eigentlich die Rohstoffgrundlage für die Warenproduktion eigentlich kontrolliert, größtenteils. Der andere Einwand ist wichtiger und auch häufiger, dass es hier nämlich eigentlich um eine medizinische Frage geht, um eine Gesundheitsfrage, dass man eigentlich Menschen vor bestimmten gesundheitlichen Risiken bewahren will. Das ist erstmal historisch überhaupt nicht haltbar. Also die Verbote sind größtenteils ohne diese medizinische Begründung entstanden historisch. Da kommt man aber auch noch drauf zurück.
Aber auch praktisch sollte man sich anschauen, was Gesundheit in dieser Gesellschaft eigentlich heißt. Ich habe hier ein Plakat mal abfotografiert, das in Berlin von autonomen Gruppen geklebt wurde. Kann man leider ein bisschen schlecht lesen. Die parodieren dort die Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo es dann immer so mit Kenn dein Limit so ein bisschen darum geht, maßvoll zu trinken und solche Dinge, wie man sich dann im abendlichen Feierbetrieb zu verhalten hätte idealerweise. Und diese Kampagne zeigt erstmal, was so die Zugangsbeschränkungen zu dieser abendlichen Feier- und Trinkwelt eigentlich sind. Da steht dann, er steht heute Nacht wieder auf der Brücke, weil seine Psychotherapie nicht verlängert wurde. Sie kann sich keinen Cocktail leisten, weil ihre Heuschnupfenmedikamente nicht bezahlt werden. Mit seinem zahnlosen Grinsen kriegt er heute keinen Typen ab und ohne Aufenthaltsstatus bekommt er allerdings gar keine medizinische Versorgung. Also das ist erstmal ganz wichtig, diese gesundheitliche Versorgung, diese Gesundheit auch in dem Sinn, wo es einem irgendwie zusteht oder man muss sie sich erstmal irgendwie leisten können. Aber selbst wenn man den Zugang dazu hat, ist wichtig im Kopf zu behalten, dass Gesundheit in dieser Gesellschaft einfach ein sehr normatives Konzept ist. Das ist jetzt ein bisschen plump auf der Folie, aber vielleicht einfach mal so als Grundgedanke, steht dabei nicht im Vordergrund, ob es einem selber jetzt gut geht, ob man sich selber wirklich wohlfühlt mit dem, was man macht oder wie man gerade drauf ist, sondern die Frage ist, inwiefern sich dieses Wohlbefinden oder die Krankheit irgendwie nutzen lässt, inwiefern da irgendwas bei rauskommt. Da ist immer dieser externe Maßstab drin, der natürlich gerade dann in der ärztlichen Behandlung oder allgemein der Therapie sich darin manifestiert, dass das Behandlungsziel meistens die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ist, da ist immer schon dieser externe Maßstab drin, können die Leute wieder arbeiten gehen, dann ist das auch, dann haut das auch hin. Oder eben die andere Frage ist, diese Krankheit wenigstens in irgendeiner Form profitabel therapierbar, lässt sich aus dieser Therapie irgendwas an Gewinn erwirtschaften. Und so wird dann eben auch Krankheit umgedreht definiert, entweder eben als eine mögliche Einnahmegewinnquelle oder eben als ein Schaden, den der Mensch sozusagen an seiner Arbeitskraft trägt. Das ist ganz wichtig. Die Menschen selber sind in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft nicht direkt die Ware, sondern sie tragen halt eine mit sich herum. Das ist die Arbeitskraft, die eigentlich auch sozusagen sehr wichtig für diesen ganzen Kapitalakkumulationsprozess ist. Und wenn es schon diese ganzen Menschen gibt, die halt krank sind, die einen auf der Tasche liegen, an denen nichts zu verdienen ist, auf denen nichts rauskommt, sind natürlich diejenigen schon fast Blasphemiker, die sich selbst krank machen in irgendeiner Weise, die also irgendwelche Eingriffe an sich vornehmen, irgendwas anders machen, was sie vielleicht weniger oder gar nicht mehr wirtschaftlich benutzbar macht. Krank machen natürlich auch wieder in diesem normativen Sinn, nicht denen geht's schlecht oder die kommen nicht klar, sondern sind eben einfach nicht so gut verwendungsfähig, verwertbar. Das kann ja zum Beispiel auch heißen, dass man beispielsweise bestimmte Jobs nicht mehr gerne macht, nicht mehr so früh aufstehen möchte und so weiter. Sowas wird in der Gesellschaft sehr schnell pathologisiert und gilt dann eben als generelle Arbeits- oder Leistungsverweigerung. Da ist man dann auch ruckzuck schon mit sehr viel Betreuung und Therapie umringt. Blasphemie trifft es vielleicht nicht ganz genau, weil man natürlich in der Gesellschaft eher von Naturlästerung sprechen müsste als Gotteslästerung an der Stelle. Der Begriff, über den diese Eigenschaften heute vermittelt wird, ist eigentlich eher die Natur. Es wird uns eigentlich gesagt, dass das heute der irgendwie natürliche Zustand des Menschen ist, in den er da eingetreten ist. Die Leute wollen sich halt im Wettbewerb zueinander stellen, die möchten nicht teilen, möchten halt gerne in sozialen Hierarchien leben und da irgendwie aufsteigen. Manche wollen auch gar nicht aufsteigen, die hören einfach irgendwo unten rein. Manche sind einfach von Natur aus lieber arm. Das ist so die Vorstellung, die da, glaube ich, bei rüberkommen soll. Dabei fällt natürlich völlig hinten runter, dass das erst in den letzten paar hundert Jahren teilweise sehr gewaltsam den Leuten eingeprügelt werden musste. Und dass es auch heute immer noch, trotz dieser ganzen Einübungsveranstaltungen, eine ganze Menge Leute gibt, die da nicht einfach so mitmachen wollen, die eigentlich lieber gemeinsam produzieren wollen und andere Werte haben, als jetzt nur diese Tauschwertvermittlung. Also das ist ganz wichtig, auch wenn es oberflächlich so aussieht, als wäre der Gesundheitsdiskurs irgendwie so ein bisschen extra oder hätte nicht direkt was damit zu tun mit der Warenproduktion. Der sitzt eigentlich im Kern. Hier geht es nämlich eigentlich um die Sicherung dieser Arbeitskräfte, dass die halt tatsächlich für ihre Produktion zur Verfügung stehen, dann auch wirklich morgens auf der Matte stehen, wenn es losgeht. Also der Staat schützt hier nicht selbstlos Menschen in ihrer Gesundheit oder vor irgendwelchen Gesundheitsschäden, sondern es geht schon hauptsächlich darum, dass sie leistungsfähig sind. Ich würde jetzt nacheinander mal diese Akteursgruppen auf dem Spielfeld durchgehen. Und da haben wir bei dieser
Fraktion links unten, diese Ausnüchterungsfraktion, eigentlich genau die, die das versucht haben durchzusetzen die letzten paar hundert Jahre, also die Fraktion, die sich dafür stark gemacht hat, dass Menschen eben zurechnungsfähig, mündig sind, irgendwie ansprechbar, in dem Sinn eben als Arbeitskräfte, als Staatsbürger gut benutzbar. Die standen sich beim Beginn dieser ersten Verbotswelle vor circa 100 Jahren halt dem der Produktionsweise dann aber schon direkt gegenüber, die sozusagen ihnen da eigentlich einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht hat, da eben einerseits an Schmerz und in dem Sinn Betäubungsmitteln, den Menschen es irgendwie in der Gesellschaft besser aushalten und eben auch mit Rauschmitteln viel zu verdienen ist, als dass sich das einfach hätte unterbinden lassen. Die Konstellation vorher, das heißt der Feind, dem diese Ausnüchterung ursprünglich gegenüberstand, war aber noch die alte Ordnung, also diese vorbürgerliche Welt, die sich hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass sie halt viel stärker auf Gefolgschaft und Untertanengeist aus war. Das heißt, von den Menschen wurde grundsätzlich sehr wenig Eigeninitiative, irgendwie Kreativität verlangt. Die sollten einfach mit der Ackerfurche rumkrauchen und dem Ritter die Lanze tragen und keine Fragen stellen. Das heißt, es wurde eigentlich sehr begünstigt, da irgendwie abergläubig herumzulaufen und erstmal prinzipiell mitzumachen. Und auch die Vermittlung sah halt entsprechend aus, also gerade eben die religiösen Rituale waren halt sehr sinnesfroh, eigentlich eher schon fast auf dem Punkt von Reizüberflutung für die damalige Zeit. Also katholische Gottesdienste zeichneten sich halt auch damals schon dadurch aus, dass sie halt was sehr bunt waren, dass man da eben auch dann mit, was weiß ich, Weihrauch und so weiter halt auf allen Kanälen versucht hat, halt eine möglichst Sinnesfreude zu erzeugen, die natürlich aber auch monopolisiert war in der Kirche, das heißt, außerhalb davon sah es anders aus. Diese protestantischen Bewegungen, die halt sozusagen mit dem Aufkommen des Bürgertums dann immer stärker werden, richteten sich zunächst mal gegen diese heiligen Welt, gegen diese Kirchenwelt und versuchten den Rausch dort auszutreiben, versuchten also diese Kirchenwelt auszunüchtern, da eben jetzt doch lieber nur das Holzkreuz in der schlichten Kirche. Der Prozess, der sich daran anschloss, den habe ich mal mit Dialektik der Ausnüchterung überschrieben, weil es aus meiner Sicht der Dialektik der Aufklärung so ein bisschen parallel läuft, die Adorno und Horkheimer beschrieben haben, also dass die bürgerliche Gesellschaft sich über ihre eigenen Voraussetzungen nicht so richtig im Klaren ist und die halt gerne so ein bisschen externalisiert nach draußen verschiebt. Analog hier ging es dann eben auch irgendwann nicht mehr nur um die Kirchen, sondern um die ganze Gesellschaft. Man wollte also alle irgendwie ausnüchtern, alle irgendwie zu diesen mündigen Subjekten machen, mit denen man halt wirklich verfahren kann und auf die irgendwie Verlass ist. Das heißt, dieser Rausch wurde auch aus der profanen Welt, aus der außerkirchlichen Welt vertrieben. Und man fing systematisch an, Rausch und dieses eigenverantwortliche, mündige Individuum halt entgegenzusetzen, das in so einen Gegensatz zu stellen. Das gab sehr unterschiedliche konsequente Formen davon, Also bei Luther wurde die Grenze dann noch gezogen zwischen Wein und Bier. Wein war noch als so geistiges Getränk irgendwie okay. Bier war aber schon der Suff für ihn. Er sah da eigentlich den Teufel drin und verfluchte auch schon die ersten Bierbrauer. Also so willkürlich sind halt auch diese Grenzziehungen. Radikalere Strömungen dann eben gerade unter Calvin zum Beispiel gingen dann wirklich daran, die Wirtshäuser zu schließen und den Leuten auch im privaten Bereich den Rausch irgendwie auszutreiben, die Lebensfreude eigentlich in dem Sinn fast auszutreiben. Die sollten sich wirklich einfach der Verrichtung widmen, eben in dem Sinn der Arbeit. Das hatte auf verschiedene Gesellschaften unterschiedlich viel Einfluss. Also besonders stark hat sich das halt in den USA entwickelt, auch in England und in manchen anderen Ländern, die von diesen Kirchen geprägt waren, Holland, Schweiz zum Beispiel. Und dort, wie gesagt, gab es dann diese Entgegensetzung von Rausch und Eigenverantwortlichkeit. Man spricht ja heute auch davon, dass Menschen irgendwie ein getrübtes Urteilsvermögen haben zum Beispiel. Da ist Rausch nicht das einzige Kriterium, aber auf jeden Fall eins, das mit im Spiel ist, sind die Menschen zurechnungsfähig ansprechbar. Das mache ich eigentlich über die Abwesenheit von Rausch erstmal fest. So, und dieser historische Prozess der Ausnüchterung oder eben vom Wort ist es ja auch sehr nah beieinander, Aufklärung, also dass man dieses getrübte Bewusstsein halt versucht aufzuklären, war aber eben über seine eigenen Voraussetzungen nicht besonders gut, also nicht besonders bewusst. Das heißt, einerseits kam dann bei diesem Projekt des Dauerentzugs, als dass es sich ja eigentlich herausstellte,
immer mehr Ersatzformen des Baus dann zum Tragen. Sehr anschaulich dann in der Art und Weise, wie dann freikirchliche Rituale dann im 19. Jahrhundert, also gerade in den USA, dann schon auszusehen begannen, wo Leute halt in dem Sinn wirklich durchdrehten während des Gottesdienstes. Und da konnte man das aber positiv sanktionieren. Das war eben der Heilige Geist, der sie da befallen hat, was auch immer. Es war auf jeden Fall nicht der teuflische Rausch. Also man konnte diese Grenze immer weiter ziehen. Und auf der anderen Seite wurden auch bestimmte Substanzen positiv wahrgenommen oder sogar als förderlich für diesen Vorgang. Da ist also historisch vor allen Dingen Kaffee sehr wichtig, was halt für die bürgerliche Revolution wirklich als so eine Art Treibstoff funktioniert hat. Davon versprach man sich direkt die Austrocknung der Lebenssäfte und die Ausnüchterung der Menschen in diesem ganz konkreten Sinn. Das hat sich dann auch so weit hochgeschaukelt, dass man in der Gegenwart zum Beispiel dann Leute, die halt wirklich unter sehr, sehr viel Leistungsdruck stehen oder sich darunter sehen, die dann zum Beispiel Kokain nehmen, die das eben auch sehr klar von anderen Rauschformen abgrenzen würden und sagen, dass sie das eben klar macht und leistungsfähiger macht. Also diese Grenzziehungen haben sich sozusagen an dem konkreten Punkt verändert, aber der Modus ist der gleiche. Die Überzeugung, dass der eigene Rausch keiner ist oder zumindest, dass nichts Schlimmes wäre, vielleicht sogar irgendeiner guten Sache dient und sozusagen man aber diesen historisch eben teuflischen Rausch, diesen Betäubungsrausch oder Lustrausch irgendwie versucht, der Gesellschaft auszutreiben. Und das ist jetzt hier nochmal kurz mit aufgeführt, so ein bisschen analog eben zur Dialektik der Aufklärung, wo dann auch bestimmte Voraussetzungen ausgeblendet werden und man eben auch die eigene Herrschaft nicht als Herrschaft wahrnimmt, also auch Demokratie dann mal schon so als so eine fast herrschaftslose Gesellschaft vermittelt wird, erklärt wird, die eigenen Glaubensvorstellungen eben auch gar keine sind und im heutigen politischen Diskurs natürlich vor allen Dingen auffällt, dass immer die eigene Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft nicht als solche gilt, es sind immer die anderen die Ideologen, die halt andere Auffassungen haben. So, dieser ganze Prozess war bis vor ungefähr 100 Jahren dann gerade in den USA und auch zum Teil in England schon sehr voll entfaltet, auch in manchen anderen Gesellschaften schon sehr weit vorangekommen und stand sich dann, wie gesagt, kurz vor dieser ersten Verbotswelle dieser organisierten Drogenindustrie gegenüber. Wie sahen diese Fraktionen damals aus? Auf der einen Seite diese Ausnüchterungsfraktionen, da gab es dann einerseits protestantische Missionsgesellschaften, die auch in sehr vielen Ländern aktiv waren. Und in den USA, in England, waren das dann so Gruppen, die man heute als NGO bezeichnen würde, einfach so Pressure Groups, Lobbygruppen, die sich dann eben für eine moralische Reinigung der Gesellschaft aussprachen. Da ging es erstmal auch sehr viel um Alkoholverbot. Das heißt, diese Bewegungen haben es ja in den USA auch geschafft, nach dem Ersten Weltkrieg ein Alkoholverbot durchzusetzen, mit den vermutlich bekannten Folgen. Also wer schon mal diese Simpsons-Folge gesehen hat, wo sie das dann auch probieren, in Springfield Alkohol zu verbieten, das ist eigentlich ganz gut abgebildet. Die Leute hören nicht auf zu trinken, sondern sie holen sich das halt bei Fat Tony. Also so ist das historisch auch ungefähr gelaufen. Das reichte dieser Fraktion aber halt überhaupt nicht aus. Sie wollten halt mehr Substanzen verbieten, also vor allen Dingen auch Opium dann damals und zum Teil auch schon synthetische Rauschmittel und das auch auf die ganze Welt ausdehnen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, stand ihnen dann diese Industrie gegenüber, die an Schmerz-, Betäubungs- und Rauschmitteln verdiente. Die war gerade erst in den Jahrzehnten vorher so dick geworden. Also die synthetische Produktion dieser Stoffe nahm eigentlich auch erst Ende des 19. Jahrhunderts einen rasanten Aufstieg. Und fast alle der wichtigsten Firmen in diesem Zusammenhang saßen damals auch in Deutschland. Das war damals einfach wirklich die Hochburg der synthetischen Pharmaproduktion, chemische Betriebe, also die es auch zum Teil heute noch gibt, Böhringer zum Beispiel, die waren damals ganz groß dabei, Heroin, Kokain und so weiter, gibt es auch noch so eine lustigen Werbeanzeigen aus der Zeit, wo man das auch nachverfolgen kann. Wichtig ist, dass auch diese Drogenindustrie halt nicht so einen Block bildete, sondern dass es da auch zwei verschiedene Fraktionen drin gab, zum einen das, was noch so Kolonialhandel war, historisch. Das heißt, der koloniale Opiumhandel, der halt vom britischen Empire und Holland zu der Zeit immer noch im großen Stil betrieben wurde, woran die da auch sehr viel verdienten. Und die andere Fraktion war eben diese Industrie, die es eben größtenteils in Deutschland und auch in der Schweiz gab, die halt dann schon mit synthetischen Mitteln operierte. Die haben sich gegenseitig systematisch versucht, auch den Markt abzugraben, also auch wirklich mit so Handels- und Wirtschaftskriegen. Das heißt, die Deutschen haben halt versucht, diesen britischen Kolonialhandel irgendwie zu unterbinden oder vielleicht auch zu verbieten zu lassen.
Und die Briten haben versucht, diese deutsche Industrie kaputt zu machen. Es gab ja eben auch diese ökonomische Rivalität zwischen diesen Staaten. So, und als dann diese protestantischen Gruppen jetzt versuchten, international solche Verbote durchzusetzen, konnten sie sozusagen wechselseitig auch immer da Verbündete finden. Wenn es also um das Verbot des Opiumhandels ging, dann waren die Deutschen auf ihrer Seite. Und wenn es um das Verbot der synthetischen Mittel ging, waren die Briten wieder auf ihrer Seite. Die haben also dann alle so ein ganz komisches Pokerspiel gespielt, was zum Schluss zu dem ersten international verbindlichen Abkommen führte, die wirklich von allen Staaten ratifiziert wurden. Das hat es vorher noch nie gegeben. Das waren diese Drogenkonventionen. Und die entstanden in der Schlusskonsequenz durch die Maximalforderung der Deutschen, so ziemlich am Ende der Verhandlungen, als sie eben meinten, dass sie würden das zulassen. Sie wollten ja auch nicht jetzt als die moralisch schlechte Fraktion da stehen bleiben. Sie würden es aber nur zulassen, wenn es eben wirklich alle Staaten auf der Welt ratifizieren. Und sie dachten, das klappt ja sowieso nicht, ist ja auch bisher noch nie passiert. Eigentor zum Schluss waren sie die Einzigen, die es noch nicht ratifiziert hatten. Das heißt, der deutsche Staat stellte sich da so lange wie es ging vor diese Industrie und versuchte das dann die ganzen 20er Jahre hindurch zu verschleppen. Das ließ denen halt genug Zeit, diesen Firmen einerseits etwas zu machen, was sie selber dann auch Drogenkonventionen nannten, nämlich ihre Kartelle, haben einfach den Markt schon mal schön unter sich aufgeteilt, die Preise versucht zu kontrollieren, um dann zum Schluss sagen zu können, ja, wir sind auch für internationale Produktionskontrolle, aber eben eher aus diesem Interesse, halt da ihre Gewinne zu sichern. Und sie hatten auch Zeit, sehr viel in die Forschung zu stecken und ihre Produktion umzustellen auf andere Substanzen, die eben von diesen Konventionen noch nicht betroffen waren. Das ist dann eigentlich ab den 30ern halt die Geschichte des Aufstiegs von Speed, also von Amphetaminen, die halt noch nicht verboten waren und die für diese Industrie dann einfach sozusagen der Ausfallersatz waren in dem Moment. So absurd diese Verbote also erstmal zustande gekommen sind durch dieses komische internationale Gepoker, ist aber festzuhalten, dass sie also in irgendeiner Form nicht vermeidbar waren. Also diese komische negative Auflösung, dass man jetzt so ein internationales Monstrum schafft, das auf der einen Seite global staatlich halt den Konsum größtenteils versucht zu kontrollieren und auf der anderen Seite eben diese Kartellierung des legalen wie auch illegalen Drogenmarktes, das ist in gewisser Weise fast alternativlos gewesen, denn Menschen sind eben in der Gesellschaft in diesen beiden Rollen interessant, einerseits eben als Arbeitskräfte, die im besten Fall halt so weit zurechnungsfähig und nüchtern sind, dass sie ihre Arbeit machen können, aber eben auch als Konsumenten dieser ganzen Waren. Und das, wie gesagt, sind vor allen Dingen zwei Produktgruppen, die da besonders lukrativ waren und auch immer noch sind bis heute. Zum einen eben Schmerz- und Betäubungsmittel, die es Menschen halt auch möglich machen, diese gesellschaftlichen Zustände zu ertragen oder auch ihre Arbeit überhaupt machen zu können. Und auf der anderen Seite eben suchtbildende Substanzen, Sachen, die abhängig machen, wo man dann relativ schnell einfach Lebensabonnenten gewinnt. Leute, die das einfach immer wieder nachkaufen müssen, weil sie davon nicht wegkommen. Oder eben dann auch nochmal das Geschäft mit den Entzugsstoffen, wo man dann also Leute im Wesentlichen eigentlich meistens nur umstellt auf ein anderes Mittel. Verdienen tun im Grunde eigentlich immer die gleichen Teile der Industrie daran. Vielleicht ganz kurz der Exkurs, dass es halt nicht nur um dieses Gegenüber von Konsumenten und Arbeitskräften geht, sondern dass auch in der Arbeitswelt sozusagen da so ein Widerspruch tobt. Ich habe hier so ein Zitat aus dem Buch Der bewegte Marx von Hans Urs Reiter mal kurz mit eingebaut. Ich lese es mal kurz vor. Das Grundproblem der Kapitalherrschaft besteht darin, dass die lebendige Arbeit unterworfen, kontrolliert gegängelt werden muss, dass Kapital die lebendige Arbeit seinen Verwertungsinteressen unterwerfen muss, aber zugleich nicht jede Eigeninitiative, jede Spontanität, jedes autonome Agieren und Reagieren einfach ersticken darf. Das heißt, dieser Widerspruch, der steckt also nicht nur zwischen Produktion und Konsum an der Stelle, sondern auch schon im Arbeitsprozess, wo es also auch immer wichtig ist, okay, wir können den Leuten das so und so weit austreiben, die sollen hier wirklich morgens auf der Matte stehen und nüchtern sein, aber man möchte ja eben dann heute auch Arbeitskräfte, die irgendwie mitdenken und irgendwie kreativ sind und Verbesserungsvorschläge machen und so weiter. Und das heißt, es gibt immer so eine gegenläufige Tendenz, das nicht zu weit zu treiben und den Leuten jetzt nicht sämtlichen Spaß zu nehmen. Insgesamt hat diese erste Verbotswelle erstmal die Grundkoordinaten der kapitalistischen Rauschwelt so geschaffen. Also wichtig im Kopf zu behalten, das gibt es so in dieser entfalteten Form erst seit 100 Jahren.
ist also auch nicht unbedingt anzunehmen, dass das immer so bleiben muss. Auf der einen Seite eben diese staatliche Fraktion von Verbot und Kontrolle, auf der anderen Seite eben diese eher Marktmacht, illegal wie legal, die halt eher auf Betäubung oder eben Sucht oder besser eigentlich Abhängigkeit hinwirkt. Dazwischen ist der Rausch in dieser Gesellschaft eigentlich immer eingeklemmt. Also einerseits zwischen der Frage, ob man bestimmte Sachen überhaupt darf, und andererseits in dieser Vorstellung, dass das eben vor allen Dingen über den Konsum bestimmter Substanzen überhaupt nur geht. Wie bei vielen anderen Sachen auch, gab es im Nationalsozialismus hier nochmal eine massive Zuspitzung. Also das ist wichtig zu wissen, so übel diese gesellschaftliche Konstruktion aussieht und bis heute funktioniert, wurde sie halt damals nochmal krass auf die Spitze getrieben. Also einerseits wurden dann die Konsumenten nicht nur irgendwie verfolgt, strafrechtlich belangt, sondern wirklich auch in Lager gesteckt. Man hat Versuche an ihnen durchgeführt und es wurde eben die ganze Schizophrenie auf die Spitze getrieben, weil die Versuche dienten dann der Entwicklung möglichst guter kriegstauglicher Drogen. Das wichtigste Produkt dieser Forschung war halt Pervitin, also Methamphetamin. Wenn man schon mal Breaking Bad geguckt hat, das ist halt diese Substanz, die sie da halt dealen. Das ist eine Substanz, die halt sehr lange wach macht, Leute einfach auch dann zu sehr automatisch leistungsfähigen Robotern eigentlich schon fast macht. Oder zumindest, wenn man es unter solchen Bedingungen einsetzt. Und das wurde dann auch im Zweiten Weltkrieg massiv eingesetzt, so ein bisschen um das Menschenmaterial für diesen Blitzkrieg zu haben, Leute, die eben auch tatsächlich ein paar Tage lang auf Feindfahrt gehen können und sowas aushalten wie den Lärm in so einer Stuka und so weiter. Also das ist ganz wichtig zu wissen, auch diese Schizophrenie konnte nochmal getoppt werden von den Nazis. Das geht also immer noch viel schlimmer. Aber, kommen wir weiter zu dem dritten Element. Also wir sehen jetzt schon dieses Spielfeld ergibt jetzt so schon viel mehr Sinn. Diese Ausnüchterungsfraktion und diese Drogenindustriefraktion, die stehen sich eigentlich seit 100 Jahren dann gar nicht mehr so krass gegenüber. Die haben in gewisser Weise sozusagen ihren Teil da aufgeteilt und das so ein bisschen zwischen sich eingeklemmt. Auf der anderen Seite war das 20. Jahrhundert aber auch davon bestimmt, dass es überschießende Elemente gab, also Menschen, die in die Gesellschaft so nicht mehr hineinpassten und auch anfingen, sie überwinden zu wollen, in der einen oder anderen Weise. Die häufigste Form davon war natürlich diese sozialistischen Bewegungen, die in der Drogenfrage allerdings nicht besonders weit vom kapitalistischen Modell sich entfernt haben. Also auch da ging es zuallererst darum, dass Arbeitskräfte irgendwie auch nüchtern blieben und irgendwie sich von Drogen fernhielten. Das ist leider nicht besonders viel passiert an der Stelle. Ab den 60er Jahren gab es dann allerdings vor allen Dingen in den USA oder da auch beginnend immer mehr Menschen, die halt tatsächlich ganz genau diese bürgerliche kapitalistische Rauschwelt ablehnten und sich dagegen auch zur Wehr setzten. Also einerseits gegen diese staatliche Bevormundung, andererseits aber auch gegen diese Konsumform des Rausches. Dort trat halt der Wunsch nach Gesellschaftsveränderung mit dem Versuch zusammen, auch wirklich schon selber anders zu leben, sich selber anders zu verhalten. Und dabei spielten Rauschmittel und deren Gebrauch einfach eine sehr große Rolle. Also man versprach sich davon, dass sie es einem erleichtern oder ermöglichen würden, wirklich anders zu leben, sich von Vorstellungen zu lösen. Das Bild, was ich da oben habe, das ist dieser bunte Bus. Das ist der Bus der Merry Pranksters, so von Ken Kesey initiierte Idee, halt durch Amerika rumzufahren und Leute halt dann auf LSD anzuturnen. Durchaus mit dem Ziel damals halt, die Leute dann auch aus ihrer gesellschaftlichen Rolle irgendwie rauszureißen und ihnen die Möglichkeit zu geben, dann was zu ändern. Allerdings auch teilweise sehr, soll man sagen, übergriffig gestaltet, also auch so im Sinne von so Mutprobe oder man müsste das jetzt machen, also nicht sehr konsensual unbedingt. Es wurde einerseits in den 60er Jahren dann sehr viel auf Cannabis zurückgegriffen, erstmal so als ein Mittel, das vielleicht die Konvention so ein bisschen zu lockern vermag. Viel wichtiger war aber die neue Substanz LSD, die war 1943 zwar schon entdeckt worden, war aber erst Anfang der 60er Jahre in Massenproduktion herstellbar und überflutete dann eigentlich den amerikanischen Markt. Also die Herstellerfirma hat schon in den 50ern sehr, sehr viele Proben verschickt an Leute, die damit Forschung anstellen wollten. Ab den 65ern sind dann wirklich Millionen von Menschen in den USA
also auch wirklich diesen Werbekampagnen, kann man eigentlich schon sagen, eben auch so ein bisschen davon also überzeugt worden, das auszuprobieren. Die Wirkung davon, vielleicht am besten mit diesem Bild dargestellt von Robert Crumb, er gilt als so ein Chronist dieser Zeit, also Comics gemalt hauptsächlich, und beschreibt hier mit diesem Bild, dass also seine 60er Jahre eigentlich in dem Moment losging, wo er 65 das erste Mal LSD nahm, was durchaus schon relativ spät war für diese ganze Bewegung drumherum. Und dieses Bild von der Atombombe im Kopf, das taucht dann immer wieder mal auf, weil man irgendwie auch das mit der Entwicklung der Atombombe in den 40er Jahren halt vergleicht. Das war ja auch 43 bis 45 sozusagen. Also irgendwas, was sehr fundamental irgendwelche Elementarkräfte freisetzt und irgendwie sehr schwer beherrschbar ist und Verheerungen anrichten kann. Um zu erklären, warum LSD diese Funktion hatte, diese Wirkung hatte, muss man so ein bisschen mal darauf eingehen, was es mit der Substanz eigentlich auf sich hat. Also es ist grundsätzlich eine von den psychedelischen Drogen, das ist auch nicht die einzige, das heißt viele davon waren schon seit Jahrtausenden im Gebrauch, also Psilocybin-Pilze zum Beispiel, Peyote oder Mescalin waren also schon in ihrer Natur-Rohform schon sehr viel länger im Gebrauch. Besonders an LSD ist einerseits die extrem geringe wirksame Dosis, die also auch dazu führte, dass Leute auch sehr oft einfach durch Zufälle oder Unfälle damit in Kontakt kam, also auch Albert Hofmann, der das entdeckte, stieß eigentlich eher zufällig auf die Wirkung, weil er mal irgendwo im Labor die Proben nicht so richtig isoliert hatte in dem Sinn. Und natürlich durch die synthetische Herstellung eben auch was zumindest in seiner Dosierung sehr gut kontrolliert werden kann, also anders als diese Naturstoffe weiß ich ja erstmal grundsätzlich, solange wie das legal hergestellt wird, was das ist und wie viel es ist. Wie bei allen anderen psychedelischen Substanzen auch, ist in der Normaldosierung das Wachbewusstsein, das Normalbewusstsein eigentlich intakt und diese ganzen Bewusstseinsveränderungen, Wahrnehmungsveränderungen treten dem hinzu. Das heißt, man kann eigentlich nicht von einem Betäubungsmittel sprechen, diese Klassifizierung ist an der Stelle ziemlicher Humbug. Das heißt, eher treffend ist halt dieser Ausdruck der Bewusstseinserweiterung, also weil eben Sachen hinzutreten. Was dann sehr besonders ist an LSD, ist, dass es die Vorstellungskraft massiv erweitert und eben auch da durchaus Sachen zugänglich macht oder verständlich macht, die über den Trip hinauswirken können, die dann auch sehr greifbare Erkenntnisse oder Ergebnisse zeitigen. Außerdem ist es besonders effektiv darin, verdrängte Bewusstseinsinhalte wieder zutage zu fördern, also auch traumatische Erlebnisse wieder bewusst zu machen. Genau in dieser Weise wurde es dann eben auch sozial wirksam. Also erstmal auf der wissenschaftlichen Ebene sind halt eine Reihe von Entdeckungen wirklich direkt auf LSD zurückzuführen. Zum Beispiel Cary Mullis, der die Polymerase-Kettenreaktion entwickelt hat, so eine Möglichkeit, Zellkulturen zu erforschen, die halt sonst zu klein dafür sind. Der sagt bis heute in jedem Interview, dass er das also auf LSD rausbekommen hat, das auch sonst nicht rausbekommen hätte unbedingt, weil er da eben wirklich auf dem Molekül drauf saß, wie er das sagt, und sozusagen dessen Funktionsweise verstehen konnte. Vermutlich ist auch dieses Konzept der Doppelhelix in der DNS zum Beispiel unter LSD-Einfluss entstanden. Da gibt es noch eine ganze Liste von mehr Sachen. Also das geht tatsächlich über den Trip hinaus, diese Erweiterung der Vorstellungswelt. Es ist in der Psychotherapie sehr viel benutzt worden, solange wie es noch legal war in den 60er Jahren, weil man eben nicht mehr nur mit den verschwommenen Erinnerungen an bestimmte Erlebnisse arbeiten kann, sondern tatsächlich an das traumatische Erlebnis selbst rankommt, was natürlich auch sehr riskant ist, aber gerade bei starken Formen, die sich über Jahre hinweg einfach nicht überwinden lassen, vielleicht dann wirklich auch die einzige Möglichkeit bietet, das wegzubekommen, damit klarzukommen. Auch wenn heute dann das irgendwann auftaucht, ist es meistens dieser Begriff psycholytische Therapie, also der Einsatz psychedelischer Substanzen in der Psychotherapie, ist aber mit diesen Substanzen zusammen bis heute halt verboten. Da tauchen dann eben eher mal solche Horror-Stories von irgendwelchen Leuten auf, die sowas halt gemacht haben. Man aber meistens feststellt, dass die Schäden, die sie da zum Teil angerichtet haben, sich eben unter legalen Bedingungen völlig hätten vermeiden lassen. Meistens geht es eben darum, dass die eben nicht wissen, was sie da genau für Mittel in der Hand haben und wie sie die dosieren können, weil das alles vom Schwarzmarkt stammt. Diese dritte Wirkung, die hier mit diesem Lighting of Fire beschrieben ist, ist sozusagen die soziale Wirkung, die gesellschaftliche Wirkung, die das hatte, die der
Timothy Leary-Biograf John Hicks so beschrieben hat, dass LSD unter allen Ideen und sozialen Bewegungen, die es da irgendwie vorfand in den 60ern, ein Feuer entzündet hat. Viele Protagonisten dieser Bewegung, viele politische Aktivisten auch, beschreiben das rückblickend so, dass sie halt auch vorher schon Missstände in der Gesellschaft irgendwie wahrgenommen haben, ihre Kritik hatten, aber sich erst durch LSD in die Lage versetzt sahen, das wirklich zu durchschauen, in dem Sinn auch wirklich was zu machen. Also dass es ihnen diesen Schubs gegeben hat, das sagten zu der Zeit auch noch Leute aus der schwarzen Bewegung, die später dann sehr viel kritischer gegenüber Drogen waren. Da kommen wir gleich noch zu, warum. Diesem ganzen Potenzial stehen aber einfach auch sehr viele Risiken gegenüber, weil das, was LSD erstmal ganz grundsätzlich macht, ist, es öffnet einfach die Nerven in einem ziemlichen Ausmaß. Es nimmt eigentlich alle Filter raus, die da normalerweise davor stehen, vor der Wahrnehmung. Man so will, ist das Nervensystem dann einfach für eben ca. 16 Stunden einfach eine offene Wunde und jeder, der irgendwelche Veränderungen daran vornehmen will, ist praktisch sozusagen, steht da vor so einer riesigen Einladung. Das Bewusstsein, das Nervensystem ist stark überfordert und überreizt in dem Moment. Das ist also auch ein Zustand, den man gar nicht unbedingt länger aushalten würde, als so lange wie er läuft, auch wenn das sich subjektiv dann ganz gut anfühlt. Das ist aber ganz schnell zu Ende, wenn man dann eben entweder in dem Moment mit irgendwelchen, was auch immer, Gewaltformen konfrontiert wird oder mit bestimmten Dinge, mit denen man einfach nicht klarkommt, oder wenn dann auch Erinnerungen wieder hochkommen, wie gesagt, was ja für die Psychotherapie toll ist, aber in dem Moment, wo halt tatsächlich jemand nur auf so einen Trip gehen möchte, ihn möglicherweise völlig rausreißt, also wenn dann eben niemand dabei ist, der damit umgehen kann, kann das verheerende Folgen haben. Dieser Begriff des Hängenbleibens, dieser Umgangssprache, beschreibt das eigentlich sehr gut, dass man sozusagen dann auf diesem Trip-Erlebnis, weil das so tief reingeht, weil das die Nerven so jungfräulich erwischt, dass man da eben drauf hängen bleiben kann, darüber nicht mehr hinauskommt, in diesem Trip drin bleibt. Das Risiko ist in der Tat relativ groß, gerade bei unkundigem Gebrauch. Auch wenn das in dem Sinn gut geht, wenn solche Sachen nicht passieren, befördert LSD einfach eine krasse Selbstüberschätzung. Das heißt, gerade in Bezug darauf, wie sich Menschen ändern können, auch wie sich andere Menschen ändern können, wird man dann größtenteils sehr optimistisch in dem Moment und möglicherweise auch über den Trip hinaus. Das heißt, man bekommt nicht nur so einen Schubs, sondern fängt auch an zu glauben, dass es bei allen nur diesen Schubs braucht und dass der auch bei einem selber sehr viel weiter trägt, als er jetzt unbedingt tragen würde. Da ist vielleicht sehr anschaulich, dass Timothy Leary, also einer der großen Propagandisten von LSD in den 60er Jahren, dann unmittelbar vor dem Verbot, wenige Monate bevor das in den USA verboten wurde, LSD davon sprach, dass die Revolution schon vorüber sei und man schon gewonnen habe. Was eigentlich ein sehr typisches Beispiel dafür ist, wie dann eben das Wunschdenken da so ein bisschen zu siegen beginnt. Und natürlich kommt man auch ganz klar praktisch in Konflikt mit der Gesellschaft, weil man eben dann bestimmte Sitten- und Moralvorstellungen in ihrer Willkürlichkeit vielleicht wirklich mal durchschaut und sich da auch nicht mehr wirklich dran halten kann vielleicht, weil man sie einfach so nicht mehr für gegeben nimmt. Am wichtigsten von den Risiken jetzt für die Perspektive einer Gesellschaftsüberwindung, wenn man es irgendwann mal anders haben will, ist vielleicht wirklich dieser letzte Punkt allerdings, dass Menschen, die LSD nehmen, das dann vielleicht schon als so ein Vorschein, diesen Trip schon als so ein Vorschein einer besseren Welt wahrnehmen. Und daraus kann man natürlich dann, wenn man in die normale Realität zurückgekehrt ist, und die ist irgendwie eher vergleichsweise unbunt und auch irgendwie langweilig, zwei verschiedene Schlüsse ziehen. Also man kann dann entweder sozusagen sich dieser Vermittlungsleistung mal stellen und irgendwie überlegen, wie man in diese Welt diesen Trip irgendwie ähnlicher machen könnte, was sich da irgendwie machen lässt, warum sich das eigentlich so grundsätzlich anders anfühlt. Oder man kann eben einfach dann kapitulieren und sagen, dann gehe ich einfach wieder lieber zurück in den Trip. Da ist es ja schon schön. Und das ist leider das Ticket, was dann sehr viele Leute ziehen. Also da ist immer diese Gefahr vorhanden, dann einfach zu sagen, okay, wir können den Vorschein jetzt schon tierisch verlängern. Einfach ausgeblendet ist, dass es eben wirklich nur sozusagen auf einen selbst in dieser Rauscherfahrung wirklich beschränkt bleibt und eben auch mit all diesen Risiken immer weiter verbunden bleibt. Die ersten Fürsprecher dieser Substanz, die ersten Propagandisten, wenn man so möchte, die halt auch international bekannt wurden, gerade wie Henry Alpert und so weiter, waren dann auch erstmal ganz klar für so einen kontrollierten Gebrauch der Substanz. Unter sie verstanden ärztliche Aufsicht, das sind Leute, die eine medizinische Ausbildung haben, psychotherapeutische Ausbildung haben, die sich auch mit Pharmakologie grundsätzlich auskennen, so ein bisschen, um eben einfach sicherzustellen, dass diese
Potenziale vielleicht ausgeschöpft werden können, diese Risiken irgendwie minimiert werden. Die geben sehr einsame Stimmen. Also einerseits, weil wie gesagt die Herstellerfirma das schon sehr massiv in den Markt drückte, dann zum anderen aber auch, weil ironischerweise die CIA sich dann für diese Substanz interessierte. Wir haben halt einerseits zu der Zeit nach einem Mittel gesucht, um ja, so was man dann so als Truth Serum bezeichnet, also eine Substanz, die Leute dazu bringt, wenn sie verwirrt werden, die Wahrheit sagen zu müssen. Dafür ist LSD relativ schlecht geeignet, wie man sich vorstellen kann. Sehr viel nützlicher ist es halt für Gehirnwäsche. Das war das andere Forschungsfeld der CIA. Da ist es also auch bis heute in vermutlich zahlreichen Geheimdiensten auf der Welt im Einsatz, weil seine Wirkung da, glaube ich, kaum zu übertreffen ist. Wie gesagt, das Nervensystem ist völlig offen und in gewisser Weise auch fast beliebig unprägbar, unkonditionierbar. Und da wurde halt massiv von Gebrauch gemacht. Man hat Leute dann zu Schläfern umfunktioniert, zu Doppelagenten, Leuten mit einer anderen Biografie, die sie halt auch wirklich selber so erinnern und glauben und so weiter. So erfolgreich diese Versuche waren, hat das allerdings auch die CIA ziemlich gründlich verändert, über Jahre hinweg mit dieser Substanz umzugehen. Die haben sich da schon auch selber ein bisschen drin vernarrt und vor allen Dingen waren dann ihre Freiversuche sozusagen das, was auch nochmal ganz stark dazu beitrug, dass das so in die Gesellschaft kam. Das heißt, man hat dann Freiwilligen bei so medizinischen Versuchen LSD verabreicht, eben auch um diese ganzen Sachen zu erforschen. Die zogen natürlich dann wie andere Schlüsse draus und das sprach sich halt herum und irgendwann hatte man ganz viele Menschen, die von diesen Erfahrungen halt überall berichteten. Und das war natürlich auch einfach so als Werbekampagne für LSD unglaublich. Also auch noch genau mit diesem ironischen Haken, dass da eigentlich die CIA dran forscht. So ist das gemeint, wenn Terence McKenna hier in diesem Zitat meint, dass die wahre LSD eben die gesellschaftliche Maschinerie auflöst, durch die sie sich hindurch bewegt. Damit will er sagen, dass sie sich halt nicht wirklich kontrollieren lässt, beziehungsweise wenn man die Substanz zu Kontrollzwecken einzusetzen versucht, man damit leben muss, dass sie an anderen Stellen dann Kontrolle wieder systematisch aufweicht und subvertiert. Ab Mitte der 60er Jahre ging es dann in den USA sozusagen massiv in die andere Richtung los. Diese gesellschaftliche Öffnung, die da stattfand, wurde jetzt von massiven Repressionswellen beantwortet staatlicherseits. Also ganz wichtig, das richtete sich jetzt nicht alleine oder zuallererst gegen diese Drogensubkultur oder gegen diese LSD-Welt, sondern das muss man in so einem Zusammenhang sehen von Repression, der damals stattfand. Also einerseits traf das erstmal beziehungsweise zuallererst und am schwersten die schwarzen Bewegung, die halt im Laufe der 60er Jahre immer stärker wurde, auch tatsächlich in vielen Städten in den USA Aufstände über die Bühne brachte und die staatliche Gewalt wirklich auch in Frage stellte. Und zum anderen aber auch die Studenten und die Antikriegsbewegung, also auch zahlenmäßig immer umfangreicher wurden und von so einem Entstehen einer richtigen Gegenkultur begleitet wurden, die halt sich dem staatlichen Zugriff immer weiter entzog. Die Repression dagegen traf dann eben auch diese psychedelischen Rauschmittel, vor allen Dingen LSD. Es gab Senatsanhörungen zum Verbot von LSD, wo dann auch sehr klar davon die Rede war, dass diese Substanz eben dazu, die Leute dazu bringen würde, dass sie halt nicht mehr in ihre grauen Bürojobs gehen würden, dass sie halt nicht mehr in ihre Fabrikjobs gehen würden, dass sie auch nicht mehr in den Krieg ziehen wollen, was halt gerade 65 dann sehr interessant wurde, weil der Vietnamkrieg sich gerade auszudehnen begann und man jetzt unbedingt junge Rekruten brauchte und die hatten aber offensichtlich immer mehr überhaupt keinen Bock darauf und man warf das halt mit dieser Droge erstmal zusammen. Wenn man deren Wirkung kennt, ist es allerdings auch nicht so ganz verfehlt unbedingt. Das heißt, es tauchte dann in der offiziellen Verbotsbegründung auch auf, dass es halt diese soziale Funktion hatte, wurde natürlich dann auch in so einem medizinischen Begründungszusammenhang trotzdem verbrämt. Die Substanz wurde dann verboten, es wurden aber auch die Drogengesetze allgemein verschärft, das heißt auch die Verfolgung von Konsumenten anderer Substanzen nahm dann drastisch zu und es gab zum ersten Mal Forschungsverbote, das war völlig neu, dass an diesen Substanzen, also gerade auch an LSD, überhaupt nicht mehr geforscht werden durfte. Diese Verbote sind bis heute in allen Ländern, die diese Drogenpolitik halt mitgezogen haben, immer noch in Kraft. Das heißt, dieses ganze Potenzial, was in dieser Substanz also auch drinsteckte, ist seitdem, muss man eben auch mitbedenken, dann nur noch den Geheimdiensten zugänglich. Die können das natürlich weitermachen, aber alle anderen dürfen daran nicht mehr forschen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Jetzt gibt es gerade das erste offizielle Forschungsprogramm in den USA wieder, beziehungsweise das ist so auf dem Weg, wo man dann Irakkriegsveteranen an ihren traumatischen Erlebnissen irgendwie versucht zu behandeln mit LSD.
Das ist das erste Mal seitdem, dass es offiziell vielleicht wieder erlaubt wird. Auch eine sehr ironische Situation auf jeden Fall. Also dieses Verbot wurde eben benutzt, um das insgesamt zu verschärfen. Man hat diese Verbote mit der subversiven Wirkung dieser Drogen begründet. Man hat dann aber auch umgedreht politische Aktivisten wegen Drogenvergehen versucht zu inhaftieren. Teilweise real, weil sie damals dann auch tatsächlich sehr viel damit experimentierten. Aber oft auch einfach diese fingierten Geschichten, die berühmten zwei Joints, mit denen dann unglaublich viele Leute dann so aufgegriffen wurden und denen dann aber teilweise sehr lange Haftstrafen draufgedreht wurden. Also das stand auch in keinem Verhältnis, also es war dann immer 2 Joints, 25 years. Viele Leute saßen auch entsprechend lange dafür dann im Knast. Die Geheimdienste begnügten sich auch nicht damit, jetzt das Forschungsmonopol zu haben sozusagen, sondern stiegen auch zum Teil selber in den illegalen Drogenhandel massiv mit ein, was unter diesen verschärften Bedingungen eben auch immer besser ging. Da auf diese Weise eben auch Geldmittel für verdeckte Operationen beschafft werden konnten, die jetzt nirgendwo anders irgendwo angemeldet werden mussten. Das vermutlich übelste Beispiel, das man kennt, ist eben die systematische Lenkung von hochgradigen, hochwertigen Heroin aus Südostasien dann in die amerikanischen schwarzen Ghettos, um dort eben wirklich Aufstände zu verhindern, also um die Leute einfach alle an die Nadel zu bringen, dass sie dort nicht mehr sozusagen diese Aufstände fortführen, die ja schon liefen auch zu der Zeit. Also das ist eine der Geheimdienstbetätigungen an der Stelle. Da gibt es aber eben auch noch sehr viel mehr Beispiele, das auch überhaupt nicht auf die CIA beschränkt. So, aber wichtig ist halt festzuhalten, dass diese Repression, die dann funktioniert hat und ineinander griff, auch dazu geführt hat, dass auf der anderen Seite eben da auch nicht mehr viel los war mit Solidarisierung. Diese betroffenen Gruppen sind dann auch eher voneinander abgerückt. Das wurde auch alles ziemlich paranoid, war auch sehr stark unterwandert staatlicherseits. Die Gruppe, die ich hier zitiert habe, Weather Underground, sind fast die einzigen, die dann wirklich noch versucht haben, daran festzuhalten, dass diese betroffenen Gruppen eigentlich idealerweise zusammen sich wehren sollten, kämpfen sollten. Sie setzten hier Freaks und Revolutionäre sozusagen in dieselbe Situation und verlangen da eben auch einen gemeinsamen Kampf. Damit blieben sie aber eben ziemlich allein. Normal war, dass die meisten weißen Protagonisten dieser ganzen Strukturen und Bewegung dann in den folgenden Jahren dann versucht haben, ihren Arsch an die Wand zu bekommen, das Angebot annahmen, dann doch wieder in die Gesellschaft zurückkehren zu können. Und die meisten schwarzen Protagonisten entweder im Gefängnis landeten oder auch einfach wirklich erschossen wurden. Es sind zahlreiche der schwarzen Aktivisten wirklich umgebracht worden. Und die sind natürlich auch durch diese ganzen Unterwanderungs- und Geheimdienstgeschichten dann auch irgendwann überhaupt nicht mehr so positiv auf Rauschmittel zu sprechen. Also war natürlich da auch plötzlich eine ganz andere Veranstaltung wie für sie. Also wichtig hier festzuhalten, diese zweite Verbotswelle, die da global losging in dem Moment, die halt sozusagen mit dieser amerikanischen Repressionswelle losging, die beendete halt viele dieser Experimente und diese ganze gesellschaftliche Öffnung auch an der Stelle, teilweise sehr abrupt und rabiat, also auch diese ganzen LSD-Therapien mussten zum Teil über Nacht abgebrochen werden. Ich möchte nicht vorstellen, was das bei den Leuten für Wirkungen hatte, für Folgen hatte. Die haben also damals nicht einfach irgendwann damit aufgehört und haben irgendwie diese LSD-Mode dann irgendwie hinter sich gelassen oder diese ganzen Bewegungen dann irgendwie nicht mehr gut gefunden, sondern das ist halt wirklich mit Repression überzogen und erstickt worden. Das ist wichtig im Kopf zu behalten. Diese zweite Verbotswelle, die bis heute so eben auch Bestand hat, also die meisten dieser Verschärfungen sind bis heute nicht zurückgenommen worden. Auch in Deutschland gibt es jetzt eben diese A-Liste, die Liste der nicht verkehrsfähigen Betäubungsmittel, an denen dann eben auch keine Forschung stattfinden darf. Also das ist in den allermeisten Ländern der Welt genauso ratifiziert worden. Das hat uns die heutige Situation praktisch beschert, diesen Trümmerhaufen, die Überlagerung, Hochschaukelung dieser beiden Verbotswellen, die in gewisser Weise dann noch so ineinander gegriffen haben. Man kann konstatieren, dass dieses überschießende Element weitgehend verpufft ist, also dass genau diese Verbindung aus Gesellschaftsveränderung und Veränderung des eigenen Lebens, möglicherweise mit Rauschmitteln, möglicherweise ohne diese Rolle, diese Explosionskraft nicht mehr unbedingt besitzt. Es gab immer noch mal wieder periodische Entwicklungen, einzelne Bewegungen, wie zum Beispiel das Acid Revival in England Ende der 80er und frühen 90ern, das sich also auch sehr schnell politisiert hat, dann aber auch entsprechend schnell von Repression überzogen war. Über solche Episoden ist es aber eigentlich nicht mehr hinausgekommen, leider. Auf der anderen Seite sind diese Drogenkartelle mittlerweile zu einer der größten politischen Probleme auf der Welt geworden. Das sind also gigantische Wirtschaftsunternehmen mit riesigen
Kapitalmengen in der Hand. In Mexiko zum Beispiel sieht sich die Regierung jetzt mittlerweile schon fast als die schwächere Kriegspartei im Kampf gegen diese Kartelle. Das heißt, sie haben weniger Mittel in der Hand, weniger Geldmittel in der Hand, weniger Leute, weniger Waffen als die. Diese Drogenkartelle können nicht nur in einzelnen Staaten solchen Einfluss ausüben oder die halt an den Rand des Kollapses bringen, sondern scheinen auch auf die internationale Drogenpolitik ihre Wirkung zu haben, also da eben auch so als Pressure Group zu funktionieren. Außerdem, wie gesagt, gibt es auch immer noch die Geheimdienste, die halt zahlreiche Operationen mit diesen illegalen Geldern halt versuchen zu finanzieren. Das steht alles sämtlichen Legalisierungsbestrebungen einfach immer auch systematisch im Weg an der Stelle. Also an diesen Strukturen müsste man da immer erstmal vorbeikommen. Selbst wenn es dazu hier und da kommt, sind diese Legalisierungsbestrebungen meistens sehr klar eingegrenzt auf wenige Substanzen oder eigentlich meistens nur auf Cannabis. Das passiert dann auch eher in bestimmten Staaten, in bestimmten Zonen, begrenzt auf eben sowas wie Coffeeshops oder Duldungszonen und so weiter, wo man dann so ein bisschen Augen zudrückt und mal wegguckt. Passiert eben auch eher unter so typischen politischen Abwägungen wie, wer stört uns denn jetzt eigentlich gar nicht, wo richten wir denn jetzt mehr Schaden an, wenn wir das durchzudrücken versuchen und so weiter. Was kostet das alles natürlich auch? Und eben dann auch die steuerpolitische Frage, die dann in Kalifornien jetzt zuletzt halt sehr wichtig wurde. Der Staat Kalifornien stellte irgendwie fest, dass sie ihr wichtigstes landwirtschaftliches Produkt ja unter Strafe haben, dass man daran also nicht verdienen kann. Cannabis, also einfach für den kalifornischen Staat jetzt einfach eine Begehrlichkeit entstanden. Sie möchten an diese Gelder irgendwie ran, sie möchten da gerne Steuern einstreichen. Das ist in der ersten Abstimmung jetzt nicht durchgekommen, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass es dann noch Anläufe geben wird. Also unter solchen Überschriften gibt es diese Bestrebungen, gehen aber meistens nicht über diese Substanzen, wenige Substanzen hinaus. Und ganz selten geht es dann wirklich auch um die Vertriebsstrukturen drumherum, weil das ist ganz wichtig. Also auch wenn es irgendwo diese Toleranz gegenüber Konsumenten gibt zum Teil, bezieht sich das überhaupt nicht eben auf die Leute, die die Drogen sozusagen in Umlauf bringen, die dieses Risiko ja zum Teil auch auf sich nehmen. Das bezieht sich ja gar nicht so sehr auf die großen Kartelle oder deren höheren Etagen, sondern tatsächlich auf diese kleinen Dealer, die dann zum Schluss am Ende eigentlich das verkaufen und die am ehesten auch dabei hochgehen, die da eben auch diejenigen sind, die das Risiko im Endeffekt auch erwischt. Da sind sich eigentlich alle ziemlich einig gegen. Ich habe hier ein Bild, das ist vom Tacheles abfotografiert. Die hatten da ihre Front, das ist halt so ein Berliner Künstlerhaus, sich also auch durchaus als irgendwie subversiv alternativ versteht. Die hatten dort ihre ganze Front vollgekleistert mit diesen Plakaten, wo halt sehr groß draufsteht, wir wollen hier keine Dealer, wir wollen hier keine Drogen, hier keine Drogen kaufen, weil es ein Künstlerhaus ist. Das ist auch eine sehr interessante Begründung. Und auch eben den Dealern an der Tür nicht vertrauen. Die Polizei beobachtet euch. Also hier ist wirklich so eine ganz klare Entsolidarisierung zu sehen. Die haben dann auch tatsächlich öfter mal die Polizei gerufen, die da selber gar nicht so rigide vorging eigentlich. Es ist ja eben eher dieser Bereich Oranienburger Straße, wo es so eine gewisse Duldungszone gibt zum Teil. Auf solche plumpen Entsolidarisierungen kann man dann vielleicht auch entsprechend plump antworten, wenn man auf der nächsten Folie mal guckt. Da haben auch Leute diese Plakate dann schon umgestaltet und da so ein bisschen mal ein paar Buchstaben ausgetauscht und das ist jetzt vielleicht keine schlaue politische Antwort, aber auf der gleichen Ebene hier bitte Drogen kaufen, weil es ein Künstlerhaus ist. Es leitet aber auf jeden Fall schon mal über dazu, wie man sich heute dazu verhalten kann, zu dieser Situation, wo sich jetzt halt vielleicht auch gerade so eine Position befindet, die über diese Gesellschaft hinaus will, die sich damit halt nicht begnügen möchte, wie das jetzt aussieht, dieses zwischen Verbot und Konsum eingeklemmt sein mit dem Rausch. Meines Erachtens wäre es halt schlau, genau diese Frontstellung ernst zu nehmen, also dieses Eingeklemmtsein zwischen diese beiden Fraktionen und einerseits erstmal dieser Konsumform, in der Rausch normalerweise in der Gesellschaft diskutiert wird, wahrgenommen wird, eben als das, was aus dieser Droge rauskommt, dass man wirklich aufknacken muss, dass man Rausch reden über das, was das Bewusstsein, das Nervensystem da eigentlich alles kann und macht, was man sich davon eigentlich verspricht, wie sich das herbeiführen lässt, ob das überhaupt an Rauschmittel gebunden ist. Zum anderen aber eben auch die Frage, wenn man es eben mit Rauschmitteln herbeiführen kann, wie komme ich da eigentlich dran? Also eben auch da wieder die Frage nach den Distributionswegen, nach den Dealern eben in letzter Instanz oder eben auch nach der Möglichkeit, das irgendwie selbst zu organisieren, tatsächlich, wie in den 60er Jahren es sowas ja auch schon gab,
Vertriebs- und Produktionskommunen für Cannabis, auch für LSD, wo natürlich dann auch alle Kunden ziemlich genau wussten, was sie da bekommen und den Leuten irgendwie auch vertrauen konnten, mit denen Gelder dann zum Teil auch politische Arbeit finanziert wurde. Auf der anderen Seite wäre es wichtig, dieses Versprechen vielleicht mal ernst zu nehmen, das in dieser bürgerlichen Ausnüchterung irgendwann drin gesteckt hat, dieser Wunsch, in einer Gesellschaft zu leben, wo die Menschen um einen herum irgendwie ansprechbar sind, irgendwie mündig sind, auf ihr Wort irgendwie festgelegt werden können. Man muss es eben insofern aktualisieren, dass es eben Rauschfreiheit in dem Sinn dann eben eigentlich nicht geben kann und das auch als Ideal da wenig taugt dadurch, dass wir also die Frage, wie lässt sich dieses mündige Subjekt unter Einschluss der Rauscherfahrungen bedenken, die es halt einfach immer wieder haben wird und die auch eigentlich gar nicht wünschenswerterweise abzustellen wäre. So, und das wäre auch natürlich eine Vorüberlegung zu den Fragen von Selbstorganisation allgemein, wie geht man mit seinen Bedürfnissen um? Also ich finde das Thema Rausch dafür sehr gut geeignet, weil es eben was ist, was fast jeden sehr direkt betrifft und wo auch diese gesellschaftliche Schizophrenie eigentlich für viele Menschen sehr greifbar sein könnte. So, und brechen wir es auf das runter, was sich so praktisch machen lässt. Also zum einen würde ich eben sagen, sehr wichtig an Menschen, die sich politisch betätigen, die da irgendwie auch schon mit kritischem Bewusstsein angehen, nochmal sich mit der Frage nähern, wie sie eben Rausch fassen würden, was das für sie für eine Rolle spielt, eben gerade auch nochmal wegkommen von dieser Verengung auf Drogen und auf Drogenhandel, auf diese verdinglichten Formen, die in der bürgerlichen Gesellschaft so auf der Tagesordnung sind. Auf der anderen Seite aber eben auch an Menschen, die jetzt vielleicht eher schon in diesem hedonistischen Ding jetzt erstmal unterwegs sind, die dann eben mit Rauschmitteln vielleicht schon sehr viel mehr Erfahrung gesammelt haben, die vielleicht auch selber schon an diese Beschränkungen praktisch gestoßen sind, dem sich vielleicht nochmal mit der Kritik nähern, die darauf hinweist, dass das in der Gesellschaft eben auch in gewisser Weise so aussehen muss, dass man immer wieder an diese Grenzen stoßen wird, dass sie also mit dem Ideal ihres Genusses, ihres Rausches da vermutlich nie so richtig weit kommen werden. Das natürlich auch immer ohne eben dabei den Rausch jetzt austreiben zu wollen, weil das eben auch nicht geht. So, und der dritte Punkt, das ist jetzt auch was, was dann in den politischen Debatten ja zum Teil auftaucht oder schon mal aufgetaucht ist, dass man natürlich trotzdem versuchen sollte, den Konsum, soweit es geht, irgendwie zu entkriminalisieren, weil das ist nun mal die einzige Methode, an diese Substanzen ranzukommen, wenn das jemand machen möchte. Und dieser Punkt Solidarität mit Dealern, das gab auch in Deutschland in den 70er Jahren noch eine Grüne Hilfe, die sich tatsächlich auch um Dealer gekümmert hat, die da auch als Rechtshilfeorganisation sich irgendwie angeboten hat. Die Grüne Hilfe ist heute leider nur noch für Konsumenten Ansprechpartner. Das kann man ihnen jetzt nicht unbedingt vorwerfen, weil das eben auch unter dem gesellschaftlichen Klima heute sehr schwierig wäre, das so noch durchzuziehen. Aber vielleicht auch einfach in dem Kontext einfach da selber auch eine Kontrolle darüber zu gewinnen, auch irgendwie mehr Kenntnisse darüber zu gewinnen, was da eigentlich kommt, wo das eigentlich herkommt. Idealerweise würde es eben eher wie in den 60er Jahren auch sozusagen der Rausch aus der Kommune stammen. Man wüsste eben einfach, was es ist. Aber das ist natürlich sehr viel schwieriger zu organisieren. Das wäre schon eher so eine langfristige Aufgabe. Wie könnte das irgendwann mal aussehen, wenn die Bedingungen stimmen? Wie könnte so ein bewusster Rausch aussehen? Also kontrollierter Rausch ist immer schon so eine komische Wortgruppe. Also es geht ja nicht darum, den Rausch selber zu kontrollieren, sondern die Rahmenbedingungen drumherum. Der Rausch ist ja dann schon eher was, was mit Kontrollverlust zu tun hat. Dafür müssen aber die Bedingungen eben stimmen. Ich habe hier so eine Reihe von möglichen Rahmenbedingungen erstmal aufgelistet, über die man da nachdenken könnte. Das also wird gleich sichtbar sein, dass das heute eigentlich fast unmöglich ist, darauf eigentlich immer hinwirken zu können, wegen bestimmter grundsätzlicher Probleme. Ich würde trotzdem das schon mal so als Sache ansehen, die man im Hinterkopf behalten sollte. Also so viel wie möglich davon sollte man eigentlich schon immer durchdenken oder also auch kontrollieren. Das Motto, das ich darüber habe von Wolfgang Neuss, üben, 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 das beschreibt bei ihm Faschismusprävention. Also er beschrieb halt den Faschismus auch als eine fehlgeleitete Massenextase, Massenrauscherfahrung, so sehr wie die Menschen halt individuell, also sich mit vielen Rauschmitteln eben nicht mehr berauschen durften, wurden sie dann einfach systematisch in diesen Kollektivrausch hineingetrieben, diese Aufmärsche, wo das dann alles erlaubt war, also auch in diesem Widerspruch gesehen. Und Neuss hält eben dagegen, wenn wir uns da eben nicht selber mit unserem eigenen Rausch auseinandersetzen, wenn wir den nicht kennenlernen,
dann gehen wir solchen Sachen auch viel schneller auf den Leim. Also dann sind wir eben auch für solche Formen des Kollektivrausches auch viel anfälliger. Woran müsste man da denken? Was wären halt sinnvolle Rahmenbedingungen? Das eine ist halt erstmal dieses Konzept, was Timothy Leary in den 60ern vorgeschlagen hat, Dosierung, Set und Setting. Dosierung heißt erstmal prinzipiell nicht nur wie viel, sondern auch was. Das ist tatsächlich schon der Punkt, an dem man heute oft nicht mehr vorbeikommt. Also bei Cannabis mag das noch gehen, weil man vielleicht tatsächlich Leute kennt, die selber anbauen und auch die durchschnittliche Qualität des Stoffes meistens recht hoch ist auf dem illegalen Markt. Bei anderen Substanzen wird das natürlich dann schon völlig unkontrollierbar. Also gerade was in Ecstasy drin ist, weiß eigentlich kein Mensch, wenn man es nicht wirklich selber hergestellt hat, was auf dem Markt rumläuft. Das ist eigentlich kaum zu bestimmen. Da kann man vielleicht nur so minimal dagegen steuern jetzt, außer eben der Versuch, auf diese Vertriebswege selber auch so ein bisschen Einfluss zu gewinnen oder sich mit denen irgendwie zu solidarisieren, wäre das andere eben an der Stelle Drug-Checking, was tatsächlich ja einige Gruppen so im Selbstversuch schon machen, ist allerdings ein bisschen schwache Infrastruktur, auf die man jetzt nicht unbedingt überall schon zurückgreifen kann. Das ist aber mal empfohlen. Es gibt solche Gruppen, die dann tatsächlich bei Partys sich halt hinstellen und mit einfachen chemischen Tests halt versuchen herauszufinden, ob die Substanzen wirklich die sind, die sie da, die die Leute dazu nehmen meinen. Das ist natürlich immer alles im rechtlichen Grauzone-Bereich, weil sie natürlich in dem Moment mit diesen illegalen Substanzen auch konfrontiert werden. Ja, also ähnliche Grauzone-Probleme wie auch bei vielen anderen Sachen, sich damit praktisch zu beschäftigen. Prinzipiell ging es also darum, sich die Fragen zu stellen, was stellt das mit meinem Körper, meinem Bewusstsein an? Und da ist halt nicht nur die Substanz, die Dosierung wichtig, sondern auch die Rahmenbedingungen, einerseits das, was ich selber mitbringe, also meine eigene Erwartungshaltung, meine eigene Geschichte, meine eigene Neurochemie ja letztlich auch, die die Wirkung einfach immer noch mal drastisch verändern kann, und auch das, was um mich herum passiert, was für andere Menschen noch um mich herum sind, was für eine Umgebung ist und so weiter, das hat alles massive Auswirkungen auf dieses Rauscherlebnis. Das sollte man je stärker und je ungewohnter die Substanz ist, alles immer stärker auch mitbedenken. Idealerweise ist auf jeden Fall immer jemand dabei, der das schon mal gemacht hat, der sich damit auskennt, der einem da irgendwie helfen kann. Das ist, glaube ich, was man nach Möglichkeit immer hinbekommen sollte. Natürlich geht es auch um Sachen, die jetzt über den Rausch selber hinausgehen, mögliche Schäden oder Folgewirkungen. Die sollte man nicht verdrängen oder einfach beiseite schieben. Man sollte sich ernsthaft die Frage stellen, ob man das in Kauf nehmen will. Und sollte man tatsächlich in Kauf nehmen wollen, dann eben auch Vorkehrungen treffen in dem Fall. Also das ist auch alles ganz wichtig. Was mache ich denn jetzt, wenn auf meiner Party jemand umkippt? Wie ist das denn mit der ärztlichen Schweigepflicht? Was sind denn erste Hilfemaßnahmen, die da was helfen? Ist der eigentlich überdreht oder unterdreht? Solchen Fragen sollte man sich wirklich stellen. Das ist ja auch gar nicht bloß auf einen selbst bezogen, sondern auch eben auch einfach auf andere Menschen, denen man da einfach Hilfe leisten könnte oder nicht. Bei vielen Substanzen geht ihre Wirkung weit über diese Einnahme selbst hinaus. Also der LSD-Trip kann halt sehr permanente Bewusstseins- und Persönlichkeitsveränderungen herbeiführen. Vielleicht ist das auch der gewollte Effekt, kann aber eben auch sehr schlimme Sachen verewigen. Bei anderen Substanzen gibt es eben dieses Problem der Suchtbildung, der Abhängigkeitsbildung, dass man also nicht einfach wieder aufhören kann, das zu nehmen. Auch da ist einfach die Frage, will ich das wirklich in Kauf nehmen, dass ich diese Substanz dann wirklich über einen ewigen Zeitraum nicht mehr wieder rausbekomme. Also das sind alles Vorüberlegungen, das sollte bei Substanzen je unbekannter und je stärker sie sind, also auch immer mehr mitbedacht werden. So, das wie gesagt erstmal so als Möglichkeiten, was da alles mitbedacht werden sollte und was vielleicht auch irgendwann mal sinnvollerweise mitbedacht werden könnte, wenn sich die Bedingungen dafür einrichten lassen. Ganz grundsätzlich, wie gesagt, diese Person, die dabei ist, die würde ich fast als obligatorisch ansehen, gerade beim Erstversuch. Und die andere Geschichte ist auf jeden Fall im Kopf zu behalten, dass es kein Sport ist, dass es also nichts ist, was man irgendwie machen muss und man sich auch nicht nach anderen Leuten richten sollte, sondern im Zweifelsfall ist man da selber der Maßstab. Also diese Tokotronic-Zeile im Zweifel für den Zweifel ist, glaube ich, außer im sexuellen Bereich nirgendwo so wichtig wie hier. Da sich aber sozusagen diese Grundprobleme der Gesellschaft nicht lösen lassen dadurch und man denen also möglicherweise vielleicht mal zeitweilig entkommt, sie aber wirklich noch nicht verändert hat, wäre das auf jeden Fall aus meiner Sicht trotzdem das wichtigere Projekt, gesellschaftliche Umstände herbeizuführen, indem wir eben nicht mehr zwischen Verbot und Konsum, zwischen Staat und Kapital eingeklemmt sind, wo es dann tatsächlich um unsere Bedürfnisse ginge oder die eben auch wirklich dann die Gesellschaft auch wirklich nach den Bedürfnissen eingerichtet und aufgebaut ist.
In gewisser Weise würde ich sagen, dass das ein Kriterium dafür sein könnte, woran man diese Gesellschaft messen kann, ob sie es einem sozusagen möglich macht, in dieser Weise verschieden zu sein, sich eben zu berauschen, sein eigenes Bewusstsein, seine eigene Wahrnehmung auch zu verändern oder prinzipiell eben einfach berauscht zu sein, ohne deswegen was dazu getan haben zu müssen, da sie es eben einfach generell ermöglichen müsste, dass man ohne Angst verschieden sein kann. Also auch auf einer ganz fundamentalen Ebene. Und das setzt aber meines Erachtens voraus, dass diese Gesellschaft also als allererstes die Bedürfnisse, Wünsche und Begierden der Menschen zum Grundprinzip, zum Grundwert einfach auch erhebt. Also nicht mehr die Wertvermittlung, die Vermittlung über den Tauschwert auf dem Markt, sondern eben wirklich die Bedürfnisse der Menschen selbst. So, dabei könnten allerdings eben auch diese Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit dem Rausch durchaus hilfreich sein. Wie gesagt, in den 60er Jahren hat es offensichtlich bei einer ganzen Menge Leute diese Wirkung gehabt, sich mit LSD auseinanderzusetzen, diese Wirkungen produktiv auszunutzen. Das ist aber einfach weder eine Anleitung noch eine Empfehlung, das ist nur einfach ein Beispiel. Das heißt, den Rausch kennenlernen geht möglicherweise ganz ohne irgendwelche Substanzen, möglicherweise mit anderen Substanzen, die wir noch gar nicht kennen. Diese Forschung ist auch sehr erfindungsreich bis heute. Das muss dann möglicherweise auch ja selber entscheiden an der Stelle. Wichtig wäre mir, diese Perspektive im Kopf zu behalten. Was will ich eigentlich von dem Rausch? Wie ertrage ich eigentlich diese Welt? Und auf welche Weise könnte ich sie tatsächlich irgendwann ändern? Ja, das wäre der Vortrag erstmal. Ich habe hier noch einen kleinen Schlusswitz aus so einem Videospielladen in Berlin, wo sie dann während der Fußball-WM so ganz viele FIFA-WM-Spiele irgendwie drin hatten in diesem Rack. Und als sie da alle raus waren, konnte man dann plötzlich zum ersten Mal auch dieses Schild da oben überhaupt lesen. Und das sieht alles auch ganz anders aus jetzt auf die Art. Ja, und hier auch nochmal der Verweis auf meinen Weblog, also weil ich schreibe zu diesem Thema jetzt auch ein Buch, also da gibt es noch sehr viel mehr Material. Wer das ein bisschen mitverfolgen will, wie das entsteht, kann da gerne auch schon mal so mitlesen oder auch nochmal sich mit mir in Verbindung setzen. Der Raum.